Wir machen heute genau dort weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Und zwar befinden wir uns weiterhin im Crypto-Space. Ihr wisst es, unsere Restrukturierung des Altcoin-Pakets läuft. Drei neue Coins sind dazugekommen. Wir schaffen Platz für Neues, für charttechnisch starke Coins. Aber auch fundamental starke Coins sind jetzt hier bei uns im Paket vertreten. Neu dazugekommen sind HBAR. Falls ihr das Video von meinem Kollegen Herrn Philipp Hopf gestern auf dem Kanal der HKCM noch nicht gesehen habt, schaut hier gerne vorbei. Ansonsten ist neu mit dazugekommen FTM Phantom und Fetch AI. Drei wirklich, wirklich geile Coins. Einer dieser Coins werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Sehen wir hier vielleicht zeitnah eine erste Möglichkeit, in diesen Markt frisch einzusteigen? All das erfahrt ihr in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Ja, für mich heißt es Take Nummer 2. Ich hatte tatsächlich dieses Video zu Fetch AI und es soll heute tatsächlich um Fetch AI gehen, der ja neu bei uns im Altcoin-Paket dazugekommen ist. Dieses Video hatte ich gestern schon aufgenommen, nur leider ohne Audiospur. Deswegen jetzt Versuch Nummer 2. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir hier ohnehin auf den aktuellen Niveaus noch nicht planen, einen direkten Einstieg zu kommunizieren. Deswegen haben wir jetzt hier noch nichts verpasst oder muss jetzt hier irgendwie FOMO schieben, dass wir hier irgendwie den Zug verpassen. Ganz im Gegenteil, der Markt ist schon sehr gut gelaufen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir das Verlaufshoch um 60 Cent geknackt. Das wollte ich ja sehen, dass wir über diesen Widerstand drüber laufen. Zumindest diejenigen von euch, die bereits jetzt die Altcoin-Analyse gebucht haben mit Videoanalyse, die wissen, dass mir dieser Bereich sehr wichtig war bei Fetch AI. Wir sind da jetzt drüber gekommen. Wir schauen uns aber jetzt gleich zusammen an, wie es hier in der nächsten Zeit weitergehen soll. Bevor wir mit der Analyse einsteigen, wie gesagt, unsere Rabattaktion, die läuft gerade. Auf das Altcoin-Paket, was ich analysiere, erhaltet ihr aktuell 20% Rabatt. On top kriegt ihr zu dem festen Tonus, also die Coins, die in diesem Paket fester Bestandteil sind, auch noch Bitcoin und Ethereum in der schriftlichen Analyse tagtäglich on top mit dazu. Falls ihr euch entscheidet, die Videoanalyse mit dazu zu buchen, erhaltet ihr auch noch Smooth Love Potion und Dogecoin in der täglichen Videoanalyse on top dazu. Ich sage es, wie es ist, besser wird es nicht mehr. 20% Rabatt wahrnehmen mit dem Rabattcode AltcoinSeason20 und da seid ihr auf jeden Fall für den nächsten Bullrun, wo wir uns ja aktuell zumindest mal in den allermeisten Annahmen schon befinden, bestens gewappnet. So, wir machen mal weiter. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir mit der Analyse einsteigen, Dankeschön sagen. Wir haben jetzt die 50.000 Abonnenten geknackt. Fettes Dankeschön an euch. Innerhalb eines Jahres haben wir die 50.000 geknackt. Das war ja mein Jahresziel und jetzt gehen wir tatsächlich schon auf die 55.000 zu. Und der allgemeine Wachstum, die Klickraten, die Like-Zahlen, die Kommentare von euch, der Umgang von euch untereinander in der Kommentarsektion, wie aber auch euer Respekt mir gegenüber, zeigt mir einfach, dass wir eine wunderbare Community sind. Lasst uns das bitte mit ins Jahr 2024 mitnehmen. Das ist mir sehr wichtig, dass der Umgang hier stimmt, auch wenn alles digital läuft und wir uns nicht persönlich sehen, wenn wir ja irgendwie kommunizieren. Finde ich das super, wie das dieses Jahr gelaufen ist. Nehmt das auf jeden Fall mit. Und ich werde natürlich schauen, dass wir nächstes Jahr genauso profitabel sind wie auch dieses Jahr. Aber da schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Es wird natürlich ein fettes Special geben zu den 50.000 Abonnenten. Wenn alles gut geht, wird es am Freitag nächste Woche, den 22. Dezember, eine Single von mir geben, und zwar Grautöne. Ich bin mir sicher, dass sich die allermeisten von euch in die Lyrics hineinversetzen können. Das ist mein eigener Song, dementsprechend liegt mir da natürlich sehr viel dran. Ich freue mich wirklich auf die Produktion des Musikvideos. Es ist alles schon fertig gedreht. Die Produktion im Studio ist fertig. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einleiten, dass das bei Spotify und Co. gelistet wird und dann auch zeitnah und zeitgleich tatsächlich das Musikvideo rauskommt. Und da bin ich auf eure Meinung gespannt und wie euch das Ganze gefällt. Wie gesagt, wenn alles gut geht, nächsten Freitag dann. Und ansonsten würde ich sagen, halte ich euch da selbstverständlich nochmal auf dem Laufenden, damit man das Ganze auch vormerken kann bei Spotify und Co.
Genug geschnackt, wir steigen jetzt ins Eingemachte und zwar in die Analyse von Fetch AI. Ich würde zu Beginn des Videos den Spieß mal gerne umdrehen und zwar mit der ganz eminenten Struktur anfangen. Denn ich hatte es ja im Intro vorweggenommen, ich gehe hier davon aus, dass wir hier mit Bruch der 60-Cent-Marke, die wir jetzt heute Nacht, glaube ich, gesehen haben, also einer der Coins, der konträr zum Gesamtkontext des Marktes nicht korrigiert hat gestern, massives Zeichen von Stärke hier ganz klar, da ist Nachfrage drin in diesem Coin, das ist ein gutes Zeichen. Da müsste ich jetzt eben davon ausgehen, dass wir uns hier validiert sehen in der übergeordneten Struktur. Kleiner Teaser hier an dieser Stelle zum übergeordneten Chart, da kommen wir aber später drauf zu sprechen, wo wir davon ausgehen, dass wir unseren überzyklischen Boden dieser Welle 2 ausgebildet haben. Das heißt, wir befinden uns jetzt allgemein gesprochen innerhalb eines bullischen Impulses über die nächsten Jahre hinweg gesprochen. Zu den übergeordneten Kurszielen kommen wir aber später. In der kurzfristigen Struktur, und das ist auch das, was ich in den Webinaren mit unseren Abonnenten kommuniziert habe, weshalb wir jetzt hier nicht direkt auf den fahrenden Zug einsteigen wollen. Ja, wir müssen jetzt hier mal schauen, wie krass ist der Markt seit dem letzten lokalen Boden gelaufen. Das sind jetzt hier an der Spitze 213%, die der Markt hier ausgebildet hat. Das ist natürlich auch direkt mit Gefahren zur Unterkante verbunden. Ich zeige euch jetzt auch, warum wir da nicht eingestiegen sind. Aber wir planen hier natürlich zeitnah einen Einstieg hier zu etablieren, weil der Coin meines Erachtens sehr aussichtsreich ist. Deswegen hätten wir diesen Coin natürlich logischerweise sonst nicht aufgenommen. Ja? In der aktuellen Annahme befinden wir uns in der internen Struktur einer Welle 3 Expansion der übergeordneten, überzyklischen Welle 3 hier in Rot gesprochen. Das ist ja unsere Boxkoordinate bzw. unser Zielbereich für die überzyklischen Kursziele. Und da ist es wiederum wichtig, dass wir nochmals intern für diese Welle 3 Annahme, die wir ja validiert sehen mit nachhaltigem Bruch dieser 60-Cent-Marke, nochmals einen fünfteiligen Impuls ausbilden. Die vorangegangene Welle 1, also diese Welle 1, muss von der nächsten Welle 1 der internen Welle 3 Struktur, diese orangene Welle 3, rausgenommen werden. Hier sitzt sehr viel Short Interest, Short Positionen, die hinterlegt wurden, möglicherweise noch gehalten werden. Diese Liquidität muss von der internen Welle 1 der 3 geklärt werden, zumindest mal in den allermeisten Fällen. Das ist ein gutes Zeichen. Diese Welle 1 der übergeordneten Welle 3 hat in den allermeisten Fällen ein Kursziel bezogen auf diesen Welle 1 Impuls von 124%. Wenn wir an dieser Stelle die Expansion ziehen für diese Welle 1, da sehen wir, dass ich jetzt hier logischerweise erwarten würde, dass wir Richtung 88 Cent laufen. Dort könnte ich es mir sehr gut vorstellen, ja, dass wir die interne Welle 1 dieser orangenen Welle 3 abgeschlossen sehen. Das ist natürlich prozentual noch einiges an Bewegung. Wenn man jetzt hier den Mut hat, direkt einzusteigen, könnte man das in der Theorie machen. Um dann beim Rücksetzer der internen 2, da muss ja der Markt logischerweise hier wieder runterkommen, die interne 2 dieser übergeordneten 3 komplettieren, nochmals seine Position aufstocken, per DCA beispielsweise, falls es hier doch nochmal tiefer geht, könnte man dann verdoppeln, ja, um dann hier einen schönen Einkaufspreis mittelfristig zu generieren. Oder, das ist das, was ich empfehle, man wartet hier einfach auf unsere nächste Zielzone. Ich persönlich plane jetzt auch noch nicht, eine Tranche zu etablieren, sondern erst, wenn die interne 2 komplettiert wurde, um dann eben einzusteigen. Denn dann erwarten wir die Expansion der 3, dieser 3, und dann werden wir diesen Bereich sehr wahrscheinlich nicht mehr antesten. Es ist ein sehr interessanter Markt. Wir müssen aber jetzt erstmal schauen, dass wir uns hier nachhaltig bestätigt sehen, nochmal ein bisschen Dynamik nach oben hin ausbauen. Geht es Richtung 88 Cent, sieht das Ganze wirklich sehr gut aus. Kann natürlich auch sein, dass wir hier auf direktem Wege Richtung 162%ige Expansion bei 1 Dollar laufen werden. Das wäre natürlich ärgerlich, es würde klar auf Kosten der Rendite hier gehen. Entsprechend, wer jetzt hier schon länger investiert ist, der kann meines Erachtens seine Position laufen lassen. Chartbild sieht gut aus, sieht impulsiv aus. Ich mache mir da vorerst keine Sorgen, ja? Aber das werden wir natürlich in der täglichen Videoanalyse beobachten. Also, erstes Kursziel für den nächsten Impuls, 124%iges Expansionsniveau bei 88 Cent, kommt da Verkaufsdruck rein, werden wir selbstverständlich den Markt beobachten, um hier zeitnah eine erste Zielzone zu kommunizieren in dieser Welle 2 Annahme, damit wir hier in den Markt einen ersten Fuß fassen
oder gegebenenfalls, wenn dann bis zu 162% die Expansion ausgebildet werden sollte, werden wir dann in der Welle 4 Annahme spätestens die Zielzone hinterlegen. Überzyklisch ist das Bild relativ klar. Wir haben hier ein Allzeithoch bei 1,26 Dollar ausgebildet. Strukturell bedingt gehe ich allerdings davon aus, dass das ein korrektiver Anstieg war. Wir haben es hier nicht mit einem klassischen Impuls einer fünfteiligen Struktur zu tun. Ändert allerdings nichts an der Perspektive, dass ich das Chartbild weiterhin für sehr aussichtsreich erachte. Ich denke, dass wir hier Richtung 162%ige Expansion mindestens laufen sollten im jetzigen laufenden bullischen Zyklus. Bei 1,52 Dollar würde ich dann die erste Gegenreaktion evaluieren, mir nochmals anschauen. Sind wir jetzt ohnehin noch weit entfernt, kann aber auch Richtung 262%ige Expansion expandieren, Richtung 2,43 Dollar mit Open End Richtung 462%ige Expansion. Das gilt es jetzt aber abzuwarten. Wir wollen hier erstmal die Kursziele gering halten, damit die Erwartungen hier nicht zu groß werden. Das ist ganz wichtig. Ansonsten sehr, sehr aussichtsreiches Chartbild, gefällt mir sehr gut. Wir planen hier, wie gesagt, zeitnah einen Einstieg für unsere Abonnenten zu kommunizieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer für eure Aufmerksamkeit, für euer Like und euer Abo. Ich freue mich herzlich, euch als Abonnenten des Altcoin-Pakets begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao.